Jetzt kommt die Ecke. Schöpf. Und das Tor. Dann nutzen sie diese Standardsituation aus und machen das Tor nach dieser Ecke. Die Ecke haben sie klasse reingebracht. Voraussetzung für das Tor. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Perfekt aufgelegt mit dieser Ecke und dann wird es direkt gefährlich. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein.